bin der Meinung, zur Performance gehört mal eine Basis dazu. Und das sind ganz grundlegende Sachen wie natürlich Fitness, also Athletik. Voraussetzung natürlich ist, dass dein Material immer passt. Dann dein Betreuerstab, Trainer. Das sind so die Basics. Aber die wahre Performance am Schluss passiert immer hier oben. Du trainierst eigentlich die ganze Zeit dein Unterbewusstsein. Und dann kommst du ans Rennen. Und dann zählt's, dann willst du auf den Punkt performen oder musst auch auf den Punkt performen. Dann ist es ganz oft so, dass dich dein Kopf aber nicht lässt, dass dein Kopf sich einschaltet und das Ganze kontrollieren will. Du willst es so sehr im Kopf auch performen, dass du es mit dem Kopf steuern willst, aber das funktioniert nicht, weil du hast davor hast es auch nicht gesteuert, sondern du hast es passieren lassen im Training. Und das hinzukriegen, auf den Punkt zu performen und es passieren zu lassen, hat ganz viel mit Vertrauen in sich selber zu tun. Und das ist für mich am Schluss die wahre Performance.